Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Karmesin. Und let's go! Rein geht's ins Nulllabor. Ne? Schön mit dem Meisterball, ne? Okay. Das anscheinend passt eigentlich gar nicht zum Pokémon. So. Jetzt geht es ab. Item. Das ist Energiekapsel. Wie der Räuber komplett weiß ist. Okay.
So. Okay, einen Kampf gegen die Professorin. Soll ich eigentlich Kraft geben? Okay. Aber auch wenn wir da gerade drauf standen. Bitte warten, bitte warten. What the heck is this? Sieht wieder ein Käfer aus. Ich kann ein Risiko eingehen. Das könnte aber auch ein Kampfzug sein. Das hat viel gezogen. Nice. Der erste Sieg. Level 74, ja.
Flatterhaar. Flatterhaar kann mir draußen bleiben. Dürfte mit Pupa erledigt sein. Da hat das Ding ist Pupa allein. Oh nein, ne. Das genau so hin, ich will. Lepiaro, let's go. Starkfühl ist sehr effektiv, also nehmen wir Starkfühl an. Jubilenkraft, oh ne. Ich habe vergessen, dass es ja... Okay, der Kampf ist hart. Der Kampf ist heavy. Eine Metallklaue. Weil es auch zu schnell ist. Ich will dann mal auf Pilz wechseln, auf Olitär. Damit wir erstmal gerade War und Co. heilen können. So, Vitalkraut auf gerade War. Sollen wir die ganze Zeit. Nein, ich wollte keine Attacke setzen. Als die. Aua. Ich würde einfach schnell heilen, weil wir gerade eine Runde geracet hatten. Wenn jetzt nochmal Eishieb einsetzt, ja. Haben es auch schon wieder ein bisschen Zeit nochmal kurz Vitalkraut auch nochmal einsetzen auf Piaro. Und dann gleich auch nochmal einen Hyperkampf auf. Das für Rückenfluss. Warte, Vitalkraut auf Yaro ist nicht wirkungslos. Jetzt geht's wieder. Wow, bei ihm hat's an. 2 KP noch. Okay. Rastfeld ist verschwunden. Okay, dann sollten wir jetzt nochmal hier heilen. Da ist ein Top-Tank ein. Häuser und aktiviert mal wieder. Und dann werden wir nochmal schnell ein paar Marmo rein. Das ist ein Brüllschweif auf und auf den Typen kommen jetzt. Ich hatte nicht gemerkt gerade. Brüllschweif war, meine ich, Psycho. Nein. Hier und Psycho war es. Bitte dich recht zurück erinnern. Ich
auf der Höhe sein besten Mann. Wir trotzdem mal erstmal den Egelsamen noch mal. Weil erstmal. Ist ja wieder erstmal ein. Okay, wurden sie. Ja, dann mal. Hier werden wir mit Piaro ran. Als ob daneben ging. Sind kopflos. Out. Alter, warum zieht das nichts ab? Alter, ist einfach nicht abgezogen. Als ob Piaro nicht mehr geheilt wurde. What the heck? Alter, wir machen keinen Damage. Wir machen einfach keinen Damage gegen das. Ich dachte, das ist fucking gut. Also jetzt. Nice. Und endlich. Sandfell, was ist ein Sandfell nochmal? Sandfell hört sich nach Boden an. Das kann doch safe kein normales Bodenprogramm sein. Irgendwie war es trotzdem schwierig. Elektro, ohne Elektro. Yo, Alter, was? Bin ich mir als wir. Die Wahrscheinlichkeit ist, na, so langsam macht man nicht Spielzeit. Sind wir gerade War einsetzen? Okay, zwar sind wir unbesiegt. Ja, wir haben erst die Knete dabei. Ich kann auch noch. Oh ne, ne. Ist sogar schnell jetzt gerade. Wow, Alter. Was für eine Initiative war das Ding, bitte. Wutpilz. Wutpilz ist Pflanze. Danach müssen wir noch ein Pokémon haben. Und es fehlt dann nur noch eigentlich eins von denen.
Als ob du uns gerade one-shottet hast, was zur Hölle. Okay, Gardevoir, dann bist du dran. Jetzt haben wir uns hier beide ein. Das letzte kann nur noch donnersicher sein. Ja. Ich meine, donnersicher müsste die Typenkombination Drache und Licht haben. Donnersichel gegen Dragoan. Oh, Energiekapsel. Okay, ich würde sagen. Terrakristallisierung und Wutanfall. Okay, wir sind One-Shot. Das hat aber nichts gebracht. Okay, wir haben die Terra-Kristalle, die haben auch komplett gerastet. Ich will gerade One noch nicht einwechseln, deswegen gehen wir mal vor Mamo. Erdbeben. Mit der Fahrt. Der will fahren, wir schneller sind der gesamtes Team. Er outspeedet alles von uns. Wir haben nur noch God of War. Warte mal, hat Unlicht eine Fehlschwäche? Oder war Unlicht effektiv gegen Fehl? Unlicht hat eine Feenschwäche, Drache hat eine Feenschwäche. Da hätten wir Terrakristallisierung gebraucht. Und so weit. Sag bitte schneller. Alter! Mit 2 KP! Digga! Holy shit! Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich eine Bewertung vergessen, den Kanal zu abonnieren, den ihr verpasst habt. Und bis zum nächsten Mal und ciao.